Mit dem Moto 9S Flex richtet sich Bell an wirklich Profisportler und auch engagierte Hobbyfahrer. Wir haben hier einen absoluten Endstufe-Motocross-Helm, den wir auspacken werden. Wir werden uns anschauen, was er alles kann und mitbringt und vor allen Dingen auch werden wir mal aufprobieren. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch bei Helm Express Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellungen rund um Motorradhelme und natürlich auch Motorradbekleidung begrüßen. Und heute mit dem 9S Flex. Wir haben hier erstmal einen Karton, der schön gestaltet ist, Bell-Logo drauf. Wir haben hier ja, Warnhinweise, das müssen sie abdrucken. Nochmal das Logo und hier der Slogan. Live Wide Open. Den Slogan hier oben ist ein bisschen kleiner. Finde ich sogar noch besser. Now the real fun begins. See you out there. Und genau das machen wir, indem wir den Helm mal auspacken. Zack. Mhm. Nochmal Logo bzw. nochmal Slogan. So sieht das Ganze dann aus, wenn er zu uns ankommt. Nehmen wir mal raus. Und was haben wir jetzt hier noch drin? Wir haben hier nur so ein paar Perlen, die den Helm trocken halten. Sonst haben wir nichts mehr drin im Karton. Schönes großes Logo. Wieder auf dem Kopf. Jetzt nehmen wir das mal raus. Dann haben wir erstmal noch eine Folie drüber. Aber jetzt. Jetzt haben wir einen. Tada, da haben wir einmal eine schwarz-weiß Variante. Wir haben hier eine Variante in zwei Farben, schwarz-weiß mit roten Akzenten. Natürlich ist dieses Dekor wieder nur stellvertretend für alle Dekore, die es zu diesem Helm gibt. Die findet ihr natürlich wie immer bei uns auf der Homepage. Schaut gerne mal im ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Oder wenn ihr auf unserer Homepage seid, klickt euch da gerne mal durch. Da gibt es zu jedem Motorrad etwas Passendes. Hier eben primär in Schwarz-Weiß. Fast House steht hier richtig groß drauf. Ich finde es auch schön gemacht, wie sie den Schirm gestaltet haben. Richtig, richtig schön. Großes Bell-Logo oben auf dem Kopf. Und hier eben die roten Akzente, sehr, sehr cool. Was noch cooler ist, wir haben hier eine DOT-Norm, wir haben die Snell-Norm, die erfüllt wird. Das ist für den US-Markt wichtig, für uns ist wichtig. ECE 22.06, also der neueste europäische Sicherheitsstandard, wird erfüllt. Richtig geil, aber ihr könnt theoretisch damit auch quasi in den USA fahren. Was ja auch irgendwie cool ist. Ja, wir haben hier einen Außenschall aus Fiberglas, was für den Motocross-Helm schon ja, besonders ist und einfach dafür spricht, wir sind hier schon im Profibereich, im High-End-Motocross-Bereich, muss man einfach sagen. Das ist hier richtig, richtig feine Ware. Und ja, drei Größenabstufungen, schöner, kompakter Helm. Ich habe hier eine Größe M, steht auch mal ECE 22.06. Und wir haben einen Kopfumfang von 57 bis 58 cm. Und das Ganze wiegt dann 1395 Gramm. Mega gut, bin ich voll mit zufrieden. Und genauer gesagt ist es sogar Fiberglas, Carbon und Kevlar, die diese Außenschale formen. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Und das ist eben schon wirklich High-End-Material. Und das Ganze wird angeboten in den Größen XS bis XXL, sodass auch größentechnisch für die meisten was dabei ist. Richtig, richtig spannend wird es jetzt hier unten. Ihr seht hier einmal, ja, kannst du sehen, wir haben hier drei Schichten Pufferschicht, also die eigentliche EPS-Schale, die oftmals ein Material ist, die ist hier dreiteilig. Wir haben einmal das Schwarze, wir haben hier das Rote und wir haben hier noch was Gräuliches. Das ist das sogenannte Flex-System, denn wir haben drei Schichten, die besonders dann greifen, wenn wir unterschiedlich schnell sind. Wir haben was, das ist eher effektiv, wenn wir sehr schnell sind und einen Unfall haben, wenn wir langsam sind, um eben quasi uns optimal abzubremsen, um uns sicher zu halten. Das ist sehr cool und zudem, das ist gerade wichtig, auch im Motocross-Bereich, können diese Schichten sich untereinander so ein bisschen verschieben. Die sind also flexibel zueinander und das Ganze ist eben sehr schön, um rotierende Aufprallenergie oder ja, die Energie von rotierenden Aufprallen gut abzubremsen und uns damit zu schützen. Wichtiger Punkt, richtig geil umgesetzt, wirklich richtig geil umgesetzt. Das Innenfutter ist hier magnetisch gehalten, das ist erstmal wichtig, um im Falle eines Unfalls schnell davon befreit werden zu können, damit die Rettungskräfte das eben rausmachen können und uns nicht hier noch weiter an der Wirbelsäule beispielsweise verletzen. Und zum Waschen auch ganz cool. Ne? Hier seht ihr drei Magnete dran. Ich kann auch diese Kinnriemen-Cover kann ich abmachen, kann ich waschen. Die ganze Innenfutter kann ich rausmachen, um es zu waschen. Wenn es zum Beispiel wirklich im Offroad-Einsatz dreckig wird, wenn ich es voll geschwitzt habe. Doppel-D-Ring-Verschluss mit Magnetende. Das heißt also, das Band flattert dann nicht umher, sondern das kann ich tatsächlich arretieren. Lufteinlässe. Motocross-Helme sind sowieso gegeben, das ist jetzt keine große Kunst. Hier unten haben wir eine Belüftung, da haben wir eine Belüftung. Wichtiger ist
die Entlüftung. Und hier haben wir richtig viele große Ausschnitte. Da, hier oben. Und das ist das Geile. Ich kriege nicht nur viel Luft vorne rein, sondern die kann auch hinten raus für eine sehr gute Zirkulation. Und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Innenfutter kommen, ihr seht, ich mache es nochmal raus, ihr seht, dass das so leicht gestreift ist. Und tatsächlich rührt das wohl von Silberfasern. Jetzt fragt man sich, ey, warum bauen die denn Silber da ein? Sind die doof? Warum weben die das so in das Stoff, in den Stoff ein? Aber Silber ist antibakteriell und das führt natürlich dazu, dass es eben keine Bakterienbildung auf dem Innenfutter gibt und vor allen Dingen auch, dass das Ganze nicht anfängt zu riechen. Und das ist sehr schön. Im Übrigen nennt sich das MERS oder MERS. Und das ist echt geil gemacht hier mit den Magneten. Das bei anderen ist das mit ja, so einer Art Druckknöpfen, aber da kann ich halt auch viel mit kaputt machen. Hier kann ich das so oft rein und raus machen und es passiert gar nichts. Das ist sehr geil gemacht. Und ein Punkt, den hat man so wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, aber eigentlich, wie ist denn so ein Schirm gehalten? Der wird auch eigentlich links gehalten, der wird in der Mitte gehalten und der wird rechts gehalten. Hier in der Mitte nichts. Das ist also Flying Bridge nennt sich das Ganze. Und das ist dafür da, dass wenn wir wirklich einen frontalen Aufprall haben, kommt die Energie hier von vorne, dass die nicht hier auftrifft, sondern uns seitlich mehr am Kopf auftrifft, was wieder ein Sicherheitsaspekt ist. Und hier und rechts soll es natürlich auch einfach wegbrechen. Das soll bloß wegbrechen, dann, wenn es eine gewisse Energie aufgenommen hat, damit wir eben ja, uns nicht daran noch verletzen. Cooler Punkt von Bell. Ich würde sagen, wir setzen ihn jetzt einfach mal auf. Ich werde dann gleich gar nicht so viel reden, denn wir haben hier wieder super viel Papierkram drin, was rascheln wird. Dann kann ich den Ton lieber ein bisschen runterschalten und ihr schaut euch an, wie ich hier mit dem Helm aufsehe. So sieht das Ganze dann aus. Doppel-D-Ring-Verschluss. So sitzt das Ganze. Sitzt schön fest. M ist meine normale Größe, also geht da wirklich auch nach eurer Standardgröße. Das passt. Das bewegt sich nicht viel rum. Das sitzt angenehm. Das sieht richtig schön spack auf meinem Kopf, aber drückt auch nicht unangenehm. Richtig gut. Bisschen Höhen verstellen. Gefällt mir gut. Jetzt, wo haben wir's? Da haben wir's. Ja, das ist der Bell Moto 9S Flex. Richtig schöner Helm. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit und probiert ihn gerne mal aus. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.